Es war ein spaltendes Erlebnis. Okay. Der Bogenschütze, der da hinten ist, der sieht das so gerade auf seinen eigentlich schon quasi toten Kompan nochmal so richtig schön auf ihn eingeschlagen hast. Und er bekommt kalte Füße und sattelt das Pferd. Also er setzt sich langsam aufs Pferd drauf. Okay. Also durch das Adrenalin sieht es wirklich langsam aus. Er versucht sich natürlich zu beeilen und möchte offensichtlich flüchten. Ja. Out of character, der Wurf jetzt noch ein bisschen erschwert, aber versucht das Messer auf ihn zu werfen, damit er nicht fliegen kann. Ich versuche das Pferd zu werfen, damit ich sozusagen. Das Pferd. Damit dann okay, gut. Ja. Ist trotzdem das Pferd ist ein größeres Ziel. Ja, aber es ist trotzdem 30 Meter. Ja. Mit dem Wurfmesser auch. Warte, jetzt mir überlegen, wie viel das erschwert ist. Hast du das bei nicht 20, bei 10 Metern hast du gesagt, das ist nicht erschwert. Bei 10 Metern nicht. Das wollte ich generell noch ändern, weil das ist ein bisschen. Aber die Regeln sind aktuell noch so, ich kann den nachgucken. Egal, es sind 4 Punkte. Also 4 minus. 4 und 4 erschwert. Das heißt, es sind jetzt nicht 18, die du werfen musst, sondern 14. Okay. 14 oder weniger. Oder weniger. Okay. 6. Du wirfst in einen schönen Bogen. Ja, der ist viel zu weit weg, der sieht das Messer nicht mehr kommen. Außerdem ist er gerade damit beschäftigt und das Pferd ist das schon sowieso. Das Pferd weiß das nicht, was passieren. Ja. Okay, dann würfel mal deinen Schaden auf das Pferd. Würfel deinen Schaden auf das Pferd. Das sind Sachen, die man nur bei Pen und Paper annehmen. Er wollte das Pferd treffen. Ja. Also am Vieh. Okay, das sind 7 Schaden. Okay, also du hast zwar das Pferd getroffen, aber also das Messer bleibt nicht stecken, es tut auch dem Pferd weh. Und es rennt weg. Es wirft den Typen ab. Wie nennt man das? Es schlägt aus und wirft den Typen ab. Ja, also der ist ja noch nicht mal drauf. Es geht durch. Ja. Es geht durch. Und ja, also das Pferd bäumt sich auf. Ganz zu uns oder weg? Also ja, weg. Das rennt einfach weg. Nein, zu uns? Okay. Von euch weg. Und jetzt, der Typ ist runtergefallen, liegt jetzt auf dem Boden, er ist auf dem Rücken gefallen. Oh. Ja, er macht schon so. Ich habe Erfahrungen mit vom Pferd fallen. Ja, wahrscheinlich hat er Schaden bekommen. Warum du dich nicht zu den Werbe verwandelst, wenn wir kämpfen? Das wäre doch viel besser, oder? Mhm. Wenn du den Blutrund sich auseinanderreißt. Zur Information, ich muss dann eine halbe Stunde lang in der Form bleiben. Ach so. Deswegen mache ich das nicht. Ein halbes Stündchen. Leute haben Angst vor Wölfen. Ja, das ist der Sinn, wenn man kämpft. Menschen haben Angst vor Wölfen, nicht Zwerge. Ja, übrigens, aber bei dir habe ich dann Angst, dass du auf mich raushaust. Sollten möglichst, also wenn ihr jetzt in Dörfern oder Städten seid, sollten die Leute nicht rauskriegen, dass du ein Werwolf bist. Ja. Die dich wahrscheinlich verbrennen wollen. Ja. Genau deswegen, weil die Tuse auch wenn er ein Mensch ist. Aber das ist ja komplett. Wenn ich sie dann die ganze Zeit Wolfsjunge nenne, also ich werde das trotzdem machen, weil ich bin zu doof, um das Konzept zu kriegen. Es kann ja sein, dass ich bei Wölfen aufgewachsen bin oder sowas, keine Ahnung. Mogli. Ja, ich bin Mogli. Vielleicht ist das halt einfach. Das ist mein Titel. Ist dann ja dein Titel. Gut, ich heiße auch der rote Bär, also. Ja. Er muss ein Werbär sein. Ein Zwergbär. Mannbärschwein. Ja, Mannbärschwein. Ich bin ein Mütter. Der Typ liegt halt am Boden, das Pferdchen rennt weg. Gut, ich krieg das mit, dass der wegläuft und nehme meinen nächsten Zug um in einer schnelleren Bewegungsart, also nicht rennend, aber schon so. Du weißt schon so. Ja, ich weiß auch warum. Ich kann 5 rennen. Also okay. Darum geht's nicht. Aber ich habe halt, du musst halt die Situation, ich habe gerade im Kampfrausch jemanden erschlagen, muss meine Axt heben, da kann ich nicht sofort von 0 auf 100 sprinten. Das heißt, ich setze an zum Rennen, um also schneller laufen, bewege ich mich auf ihn zu. Der Typ ist noch im Aufstehen, aber sich aufrappeln langsam. So, der Typ vor mir, ich zieh mal, also der Boden liegt. Ja. Ich entwaffne ihn und pack die Messer von John aus. Also ich ziehe sie raus und lasse ihn leiden. Ja, okay. Es tut ihm weh. Kann ich mitleben. Dachte ich mir. Du bist dran. Du läufst weiter auf ihn zu. Ja. Ich folge ihm, um die Distanz zu ihm zu verkleinern. Okay. Und im Laufen schnappst du dir die Wurfmesser. Ja genau, du gibst mir sozusagen die Messer auf und zieh die Wurfmesser. Dafür seid ihr voneinander zu weit entfernt. Außer er rennt ja los, er rennt ja an mir vorbei. Ja genau, so staffelmäßig. Ah, stimmt, ja. Stimmt, du standst ja noch weiter hinten als sie. Ich bin ja hingelaufen extra. Ich bin extra hingelaufen, jetzt gibst du mir die und ich lauf los. Okay, gut, ja, das funktioniert auch. Also ich bin der Marathonläufer. Ich meine jetzt eher das Messer übergeben, dachte ich jetzt eigentlich eher, aber. Achso, okay. Also der kann immer nichts machen. Er steht inzwischen der Bogenschütze, aber er ist jetzt nicht so, dass er angreifen könnte. Aber warte mal, nur mal die Szene, nur damit ich das verstehe, weil er hatte jetzt keinen Pfeil am Bogen, den hätte er jetzt erst ziehen müssen, wollte aber auf das Pferd. Ist dann
vom Pferd beim Aufsatteln runtergefallen, das heißt rücklings, dann müssten doch eigentlich die Pfeile aus dem Köcher rausgefallen sein, wenn er so richtig, wenn das Pferd sich so wild aufbäumt, dass nicht nur so uninteressiert so macht, sondern richtig sich aufbäumt, müsste er mit ein bisschen Gewalt nach hinten geworfen sein. Da müssten ja, ja eigentlich zumindest einige Pfeile aus dem Köcher rausgefallen sein. Er hat sich wahrscheinlich auch ein paar Pfeile in sein Bein gerammt oder sowas beim Runterfallen. Nee, aber die sind dann halt so, ich würde vermuten, dass sie aus dem Köcher rausgefallen sind. Das kann schon durchaus sein. Also okay. Er kann aber auch nicht angreifen, weil... Okay, ja. Okay. Deswegen, bin ich jetzt, deswegen, bin ich dann, du bist gleich da. Das waren jetzt zwei Runden, bin ich jetzt nah genug an ihm ran? Nee, noch nicht ganz, du bist aber gleich da. Also okay. Jetzt noch eine Runde würde ich sagen. Ja, also ich hatte die Axt so vor mir, weil ich ja so gerannt bin. Ich, in der Runde weiterlaufen, ziehe ich die Axt schon für einen Schlag. Du holst jetzt richtig cool aus. Ja, so. Okay. Kann ich irgendwas zurufen? Kannst du machen. Aber ich habe zu wenig Intelligenz, um es zu verstehen. Ich würde es nur als Geräusch wahrnehmen. Wird deine Intelligenz nicht erhöht, weil der Intelligenzfaktor nicht jetzt weg ist, weil du jetzt im Kampf bist? Nein, ich will ja die. Das hatte ich ja mit ihm vorhin abgeklärt. Er weiß, dass sie da ist. Ich weiß, dass sie da ist und ich will sie beschützen. Das heißt, ich hatte ja vorhin schon mit dem Ziel, die ist ja jetzt weit genug entfernt, dann könnte das ja funktionieren, aber da hat er Nein gesagt, weil ich sie beschütze und da halte ich mich jetzt dran. Achso, also musst du sozusagen angreifen. Ich werde angreifen, ich bin Zwerg. Ja. Dummer Zwerg. Ja. Kampfesliste, weil den hätten wir ausfragen können. Ich frage mich gerade, wie wir ihn in seinem Kampfrausch aufhalten können. Man kann ihn nicht aufhalten. Wenn der Gegner besiegt ist, wird er bestimmt abgelehnt. Naja, aber ich will ja nicht, dass er den unbedingt umbringt. Ja, ich will ja mit mir drüber reden. Also sagen wir mal so, der andere, der hat nach mir geschlagen und hätte mich fast getroffen. Und er war der Erste, der angegriffen hat. Deshalb war ich auf den besonders wütend. Den anderen werde ich jetzt nur so angreifen und dann wird dann irgendwann meine Ehre wieder einsetzen, dass ich nicht im Blutrausch bin. Okay. Außer er trifft mich. Mit irgendwas, dann werde ich wütend. Okay. Du wolltest jetzt irgendwas rufen? Ich wollte nur rufen, dass du ihn sozusagen nur. Nicht umbringen sollst. Nicht umbringst, ja. Ich grunze. Okay, ja. Es spurt dich an, du wirst in der nächsten Runde noch mehr Schaden austeilen. Das Spiel steht gegen uns. Ich packe mir schon mal ein paar Würfel hin. Ja. Wir können die auch einfach alle hier hinpacken. Ich brauche die eh nicht. Durch den Zwerg haben wir alles, was in unserem Weg bereits vernichtet. Was macht ihr jetzt gerade? Der rennt jetzt noch zum Zwerg. Das Mädchen ist immer noch da. Ja, ist mir egal. Ja, okay, gut. Und du bewegst dich auf und zu, oder bleibst du neben dem stehen und bewunderst deine Wunden? Ich bewundere seine Wunden nicht, aber ich passe halt auf, dass er nicht wegrennt. Okay. Dann kommst du jetzt bei dem Gegner an. Ja, ich greife ihn an. Okay. Also, ich halte mich aus den Kämpfen weiter jetzt raus. Er macht doch große Augen, weil er nicht damit gerechnet hat, dass ein Zwerg mit so kurzen Beinen so schwer ist. Ich bin ja eigentlich Händler. Eigentlich will ich ja sowas gar nicht. So, Kieshändler, was soll das? Attacke Nahkampf 18 durch meine Waffe. Aber ich glaube, beim nächsten Mal hole ich meinen Kieslack raus. Wunderbar geschafft, ja. Ich habe nämlich einen Kieslack. Und du hast jetzt richtig viel, du bist so motiviert davon. Da Aida gesagt hat, du sollst ihn offensichtlich umbringen. Das können wir später noch nutzen. Weil du hast das einfach falsch verstanden. Ja, ja. Also normal habe ich 3W6 nur. Du hast normalerweise 3W6 und du kannst jetzt nochmal 5 draufpacken. Alter! Du bist so motiviert, du hast so einen Affenzahn drauf, du kannst also nicht mehr bremsen. Also habe ich jetzt 8W6? Ja. Alter! Bist du dir sicher, dass du das willst? Ja. Das macht er mit Absicht, um ihn zu töten. Ja, der will nicht, dass wir mit den Leuten reden. Komm, wir müssen alles einwirren. Oh! 10, 20, 30, 32 plus 5, 37. 37. Du hackst ihm beide Arme und beide Arme. Ich glaube, ich spalte ihn in der Mitte, oder? Ja, dein Unterkörper ist weg. Schon ziemlich. Also. Ey, das geht's gar nicht. Deine Axt. Du haust ihm die Axt quasi hier so richtig rein. So dass es auch drin stecken bleibt. Okay. Und der Typ, er ist quasi hinüber. Also, er lebt noch. Aber er wird es wahrscheinlich nicht lange machen. Also er ist so knapp davor abzunippeln. Okay. Ja. Du bist jetzt dran. Ich frag ihn, wer ihn geschickt hat. Den willst du was machen? Du bist noch ungefähr 10, 15 Meter entfernt. Bin ich jetzt so weit entfernt? Okay. Was wolltest du jetzt machen? Ich bin noch hinterhergelaufen. Ja. Ich wollte nur fragen. Ja, aber ich hatte Vorsprung. Du warst 30 Meter hinter mir. Nee, 20 Meter hinter mir. Oh krass, okay. Da hab ich's nicht geschafft. Na dann breche ich das ab und geh zurück. Ich bin ab und geht. Okay, also ich sehe nur, wie er ausholt, denk mir nein. Also ich stehe vor ihm. Ja, also er liegt so mit meiner Axt in seiner Brust und ich trete ihm auf die Brust intuitiv und ziehe meine Axt aus ihm raus. Ist tot. Okay.
Und natürlich betrachte ich die Szene und schaue, was ich an ihm erkennen kann, außer der großen Wunde in der Brust. Und den großen Blutfleck, der sich immer weiter ausbreitet. Bogenschütze. Stimmt. Der hat jetzt auch nicht irgendwie besondere Klamotten oder so. Mhm. Ja. Also der hat offensichtlich zu den anderen beiden dazu gehört. Nur so, ich bin nicht intelligent genug, um normale Sachen zu machen, aber so übliche Sachen fallen mir auf. Hat er irgendwie Beutel an sich oder sonst irgendwas? Irgendwas, was man mitnehmen könnte? Nee, wie viel Geld haben wir eigentlich? Der hat offensichtlich tatsächlich nichts dabei. Also er hat nur seine Klamotten, den Bogen und was auch immer an dem Pferd dran war, was geflogen ist. Gut, ich nehme die Situation wahr, das Messer ist ja nicht im Pferd stecken geblieben und weil ich weiß, dass er sie braucht, packe ich sein Messer ein und bewege mich auf die Gruppe zurück. Ja, okay, alles klar. Und den Bogen und so? Ich bin ein Zwerg, ich kämpfe mit einer Axt. Oh. Okay. Da muss ich nochmal hinlaufen. Nein, muss nicht. Du hast jetzt schon. Also, die Frage, ob ihr noch einen Bogen unbedingt mitnehmen wollt. Ach komm, der ist für dich verkaufbar. Okay. Also finde ich, Bogen ist besser als zwei Zwillinge. Ja, also ich. Also er kommt mir entgegen, dann gebe ich ihm nämlich mit einer Hand seinen einen Wurf durch und mal wieder und gehe aber weiter auf die Gruppe zu. Okay. Ja, danke. Ja, ich habe vergessen, was ich dem Typen fragen wollte. Tut das eigentlich besonders weh, die Wunden, die du hast? Nee, das wollte ich dir nicht fragen. Hat's wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Warum habt ihr die Frau genau verfolgt? Ja. Also der Typ hat so tolle Schmerzen, Er kann reden! Er bekommt nichts mehr raus. Arschloch. Hast du ihr Whisky? Okay, also er kann... Er hat voll gequietscht schon wie ein Schwein. Okay, dann trete ich nochmal dagegen. Und hat gesagt, hört auf. Und du trittst hin und er sagt, Naja. Achso. Also du kriegst nichts weiter aus ihm raus. Also ich trete ihn nicht jetzt doller, aber so. Ich laufe ja jetzt gerade auf die Szene zu. Ja. Ich laufe an dem ersten, den ich gespalten habe, vorbei. Ja. Ja. Und in meiner zwergischen Art bewundere ich mein Werk, wie er so in einem blutenden Haufen vor mir liegt und tanze neben seiner Leiche. Der Siegestanz. Also warte, also ich packe, nein, das müssen wir richtig machen. Ich packe meine Axt weg, sodass sie auf meinem Rücken ist, betrachte seine Leiche und... Du möchtest jetzt auf Tanzen würfeln. Und tanze, neben seiner Leiche meinen völkischen Siegestanz. Okay, mach mal. Das ist Charisma, Körperbeherrschung und Ausdauer. Und ich kann um Charisma, Körperbeherrschung und Ausdauer. Ich glaube, wir sollten uns in keine Städte begeben. Und ich kann ja um 10 ausgleichen, also... Wir sind so eine gute Truppe. Wir sind mehrere Häuser, wir plündern. Charisma habe ich schon mal geschafft. 10? Da brauche ich nicht ausgleichen? Das ist eine 1. Ich glaube, das meiste, was irgendwas kaputt ist, das hat mit dem Zwerg zu tun. Ja, und dann sind seine Skills sind alle sozial. Der tötet alles, aber Körperbeherrschung, habe ich eine 8, habe eine 9 gewürfelt, ich kann mit 10 ausgleichen, also habe ich noch 9 zum Ausgleichen. Und jetzt, was war das letzte? Warte mal, bei Tanzen, was war das letzte? Ich kann gar nicht tanzen. Ausdauer. Ausdauer habe ich 10. Ich habe 1 auf Musizieren. Passt, kann ich ausgleichen. Ich habe Menschenkenntnis 3, Zähmen 3, also Manipulieren 1 und Lügen 1. Am Ende fehlt dir jetzt noch so eine Flöten im Hintergrund. Aber du bekommst deinen Zwergenvolkstanz. Ja. Also den Nachkampftanz des Zwergenvolkes, von dem du stammst. Und währenddessen fällt mir auf, dass im Hintergrund die Kampfmusik noch läuft. Ja. Obwohl wir aus dem Kampf raus sind, weil alles tot ist. Nein, der Typ von mir ist noch nicht tot. Jetzt muss Siegesmusik kommen. Das stimmt. Nee, Siegesmusik kommt auch nicht. So. Okay. Ja, du kommst ja jetzt zu mir. Jetzt kannst du... Nein, er wollte nochmal zurückholen, um sich den Bogen und den Köcher zu holen. Achso, okay. Achso, die Vögel gehen nur noch nicht. Echt nicht? Doch. Ja, mach mal lauter. Ist es noch Nacht? Abends. Abends, okay. Jetzt sind die Vögel wieder da. Also, wie gesagt, das die, die haben den Tag über ausgesetzt, deshalb machen die jetzt in der Nacht weiter. Ja. Weil die Vögel jetzt wieder da sind. Ja. Okay. Du kommst jetzt bei dem Bogentypen langsamer an. Ja, genau. Und? Plündere seine Leiche. Möchtest seinen Bogen und seinen Köcher mitnehmen. Richtig, und seine Pferde. Ja, die sind noch... Ich weiß jetzt nicht, ich will das jetzt nochmal zusammenfassen. Die Frau wurde von diesem Typen verfolgt. Hm? Wir haben sie niedergeschnetzelt. Und abgeschlachtet. Jetzt müsste sie eigentlich total lang. Stell dir vor, helft uns und dann haben wir die alle abgeschlachtet. Und dann gehen wir zu dahin
Haben wir geholfen. Weil als der Zwerg den Kopf gespalten hat, ist ja garantiert auch schön das Blut gespritzt. Und das hat sie von Weitem garantiert gesehen. Und du musst bedenken, die Szene geht noch weiter. Der Zwerg tanzt neben der Leiche. Ich hab 10 auf manipulieren, jetzt bringe ich schon wieder dazu, dass du mit uns redest. Okay. Gut. Also du hast jetzt deinen Bogen und deinen Köcher mit Pfeilen. Ja, noch was? Hat noch was dabei? Oder also was? Der Typ von mir hat eine Rüstung oder so? Nee. Okay. Der Typ von mir liegt jetzt zuckend am Boden, ja? Wimmernd und nichts mehr sagen kann. Ja, okay, dann wink ich mal die Frau ran, mal sehen, ob sie herkommt. Hm? Ihr kommt her? Hm? Ja, cool, sie ist doch nicht so eingeschüchtert von uns. Wie, Pfeile? Na, hab Dank! Diese Unholder haben meinen Hof geraubt. Ah. Siegesnahrung. Also eigentlich tanze ich, aber ich verteile gerade Essen. Das habe ich extra geskillt. Also ihr müsst euch vorstellen, wie ich mit Brötchen beim Tanzen werfe.